Ja, nach so einem Sturmlauf, wie Sie ihn eben von Ihrer Landesvorsitzenden erleben durften, muss ich sagen, für jeden, der das Kriegshandwerk ein bisschen versteht, nach so einem Sturmlauf muss man erstmal sich wieder zurücknehmen, wieder die Kräfte sammeln und dann geht es wieder zum neuen Angriff über. Corinna, vielen Dank, dass ich in deinem Landesverband sein darf. Herr Steurer, Frau Wittheim, vielen Dank für die Einführung und für die Vorbereitung. Herr Kistner, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Liebe Kollegen aus Berlin, lieber Singer aus München, es ist mir eine Ehre, bei Ihnen sein zu dürfen. Sie hören vielleicht an meiner Sprache, dass ich weder Bayer bin, noch bin ich in Wirklichkeit Nordrhein-Westfale. Ich komme also ganz aus dem Norden. Ich komme direkt von der Flensburger Förde. Dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und nach dem Abitur dann in die Bundeswehr. Also ich bin, wenn Sie so wollen, bin ich ein Fischkopf. Ja, genau, das ist der Fall. Und, Fischkopf, genau. Jo, mich snackt auch platt, aber das will ich auch wieder oben, aber nicht da oben. Ey. Und Sie haben es eben gehört und Sie wissen es bereits, ich bin Verteidigungspolitiker, ich war 34 Jahre Offizier in der Bundeswehr, ich war Kampfhubschrauberpilot im Ministerium bei der NATO und 2006 bin ich früher auf eigenen Wunsch, nach 34 Jahren also aus der Bundeswehr herausgegangen, als oberster Generalstab und habe dann noch eine eigene Firma gegründet, eine GmbH in Bonn, die ich dann 11 Jahre hatte und mit meinem Einzug in den Deutschen Bundestag, Peter hat es vorhin so schön gesagt, in den Reichstag, hört sich auch viel besser an, martialischer, passt auch besser zu unserer Partei, auf jeden Fall, ja. Die ich dann aufgegeben habe, ja und Donauwörth, wo ich ja heute übernachten darf, ne? Bringst du mich wieder zurück, ja, okay, ja, kenne ich auch aus meiner fliegerischen Vergangenheit eben, ich bin 28 Jahre bei der Bundeswehr geflogen, ich sagte es bereits, Kampfhubschrauberpilot gewesen, also zu Anfang 80er Jahre, Bo 105 Kampfhubschrauber und dann hatte ich natürlich immer mit Bölko, dann Eurocopter und zum Schluss mit Airbus zu tun, also ich bin schon, ich weiß nicht wie oft hier gewesen, aber in der schönen Stadt Donauwörth nicht, sondern immer nur draußen, naja. Meine Zeit als Soldat hat mich sehr geprägt. Viele von Ihnen werden auch bei der Bundeswehr gewesen sein und die meisten vergessen diese Zeit nie. Natürlich ist der Beruf des Soldaten eng an sein Land geknüpft. Nur Söldner haben keinen Bezug zu Land und Volk. Vor 47 Jahren schwor ich, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Für mich und meine Kameraden war das damals nicht nur einfach so dahingesagt. Wir meinten das exakt so, wie wir es geschworen haben. Wie bin ich dann circa 40 Jahre später zur AfD gekommen? Aus den gleichen Gründen wie 1973 zur Bundeswehr. Deutschland dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes zu verteidigen, wie Sie alle. Die Lage, früher sagten wir, und das haben sich heute einige ehemalige Soldaten bei mir schon vorgestellt, die Lage, früher sagten wir, Feindlage hat sich allerdings drastisch verändert. Als deutscher Kampfhubschrauberpilot im Kalten Krieg richtete ich den Blick auf den äußeren Feind, den kommunistischen Block jenseits der Elbe und seine Armeen. Ein System unvereinbar mit der Freiheit der Menschen. Unvergesslich sind mir die Flüge an der innerdeutschen Grenze, das schaurige Gefühl, weil auf der anderen Seite auch Deutsche standen. Im Krieg hätten wir aufeinander geschossen. Welch ein Segen
als Deutschland sich wieder vereinte. Ich sehe. Ich sehe Deutschlands. Ich sehe Deutschlands Freiheit heute wieder in Gefahr. Nicht von außen, sondern, und wir haben es ja von meiner Kolleginnen und Kollegen gehört, von innen. Ich weiß nicht, welche Lage gefährlicher ist, damals oder heute. Sicher ist, heute ist es komplizierter, sie zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Über welche Gefahr spreche ich? Eine große Gefahr liegt in der bereits sehr viel oder sehr weit fortgeschrittenen Ausdehnung der Europäischen Union. Ein Großteil unserer Gesetze und Vorschriften wird heute bereits in Brüssel gemacht. Von Beamten, die aus anderen Ländern stammen, von Politikern, die sie nie gewählt hätten, die sie auch nicht wählen würden und die sie auch nicht abwählen können, wenn ihnen deren Politik nicht passt. Nehmen Sie den Luxemburger Jean-Claude Juncker. Der Mann war von 2005 bis 2013 Vorsitzender der sogenannten Eurogruppe. Ein Gremium, das die entscheidenden Weichen für die Finanzpolitik der EU stellt und damit über die Währung, die wir alle im Portemonnaie haben, entscheidet. Haben Sie bei irgendeiner Europawahl den Namen Jean-Claude Juncker auf dem Wahlzettel gelesen? Nein, er stand auch nie drauf. Ab 2013 war Juncker dann, wie Sie wissen, 5 Jahre Präsident der EU-Kommission. Ich frage Sie erneut, wer hat Junckers Namen jemals auf einem Wahlzettel gelesen? Er stand niemals drauf. Die Nachfolgerin, dieses weinseligen Luxemburgers heißt übrigens, wie Sie wissen, Ursula von der Leyen. Die Politik dieser Frau und ihre Folgen, und Sie wollten ja heute den Verteidigungspolitiker hören, die Politik dieser Frau und ihre Folgen beschäftigten mich jetzt schon die letzten über 2 Jahre im Verteidigungsausschuss und im Untersuchungsausschuss. Und vielleicht soll ich Ihnen dazu noch was erzählen, denn der Untersuchungsausschuss Berateraffäre von der Leyen geht jetzt langsam zu Ende. Und am Donnerstag nächster Woche werden wir Sie vorgeladen haben und ich darf Sie wieder ein paar Stunden genießen und befragen und darauf freue ich mich jetzt schon riesig. Ich kann Ihnen sagen, der Schaden, den Ursula von der Leyen unseren Streitkräften und der deutschen Sicherheitspolitik zugefügt hat, ist immens. Tja. Und jetzt ist sie die mächtigste Frau Europas. Wieder einmal kann man sagen, nationale Versager kommen auf die Resterampe der EU. Aber eins kann ich Ihnen versichern, und dafür steht Ihre AfD-Bundestagsfraktion. Wenn die Verallgemeinschaftung durch die EU auch auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik übergreift, in der Form, dass EU-Verträge, vor allen Dingen Lissabon ist hier zu nennen, mit der strukturierten Zusammenarbeit, wenn EU-Verträge in der GASP, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dazu genutzt werden sollen und umgedeutet werden sollen, eine gemeinsame europäische Armee einzurichten, aufzubauen und zu schaffen, da sagen wir, nicht mit uns, nicht mit der AfD-Bundestagsfraktion. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, als verteidigungspolitischer Sprecher und Obmann im Verteidigungsausschuss Ihrer Bundestagsfraktion konnte ich in den letzten Wochen hautnah sehen, was passiert, wenn die Sicherheitspolitik der Bundesregierung auf die reale Welt trifft. Ein regelrechter Zusammenprall der Kulturen. Auf der einen Seite die USA. Kühle Realpolitik,
strategische Ziele, durchsetzungsfähiges Militär, wirtschaftspolitische Kraft und Klarheit über die eigenen nationalen Interessen. Auf der anderen Seite Heike Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer. Die erneute Eskalation im Mittleren Osten um die Jahreswende führte uns wieder einmal die Ohnmacht dieser Bundesregierung vor Augen. Eine Handlungsunfähigkeit. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung zeigt seit Beginn dieser Irak-Krise oder dieser erneuten Irak-Krise und seit Beginn des Irak-Mandats der Bundeswehr, das schon vor 5 Jahren begann, nämlich im Januar 2015, dass sie nicht in der Lage ist, eine strategische Planung auf der Grundlage nationaler Interessen zu erstellen. Das gilt, ja, richtig, das gilt übrigens für fast alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das Motto lautet, irgendwie dabei sein, um Bündnisfähigkeit zu simulieren, um deutsche Flagge, solange das noch möglich ist, hochzuhalten. Nach diesem Prinzip schickte die Regierung die Bundeswehr auch in den Irak. Als, wenn Sie so wollen, als politische Ausgleichszahlung für ihre Vertragsbrüchigkeit gegenüber der NATO. Denn wie Sie wissen, es war der jetzige Bundespräsident, ich mag es eigentlich kaum so sagen, aber Steinmeier, der als Außenminister 2014 mit unterschrieb im Vertrag von Wels, dass die Bundesrepublik Deutschland auch 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben würde. Wir sind jetzt gerade mal bei 1,2%, also noch weit davon entfernt. Vertragsbrüchig auf der ganzen Linie. Es ist übrigens nicht Trump, der die Bundesregierung daran immer wieder misst und sie ermahnt, sondern er sagt nur das stellvertretend, was die Bundesregierung selbst unterschrieben hat. Aber mit einer Merkel, was schert mich das Geschwätz von gestern, lässt sich natürlich aus unserer Sicht im wahrsten Sinne des Wortes kein Staat machen. Dazu müssen wir. Meine Damen und Herren, diese Verzwergung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik schadet unserem Land. Das Gute ist, sie ist selbst verschuldet und kann deswegen auch verändert werden. Nicht durch diese Regierung in Berlin, aber durch eine andere. Und der Tag wird kommen. Liebe Freunde, die AfD will ein Deutschland, in dem unsere Bürger sicher und frei ihr Leben gestalten können. Wir sehen im Gegensatz zu dieser Bundesregierung den Nationalstaat nicht als Relikt der Vergangenheit an. Im Gegenteil, der Nationalstaat hat Zukunft. Er ist der Garant der Freiheit und der Selbstbestimmung. Nur der Nationalstaat ist in der Lage, seinen Bürgern eine immer stärkere globalisierten, chaotischen und entwurzelten Welt Sicherheit zu geben. Nur er verfügt über die demokratische Legitimation, die Interessen seiner Bürger zu vertreten. Während die Bundesregierung achselzuckend die staatliche Kontrolle etwa an den Grenzen aufgibt, treten wir für die Einheit von Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt ein. So wie es der Amtseid der Bundeskanzlerin verlangt. Eigentlich verlangt. Dann, darin ist übrigens auch das noch zur Diffamierung, mittlerweile zur Diffamierung freigegebene Wort Volk enthalten. Deutschland als souveräner Staat mit freiheitlich gesinnten Bürgern
einer starken Volkswirtschaft, einem durchsetzungsfähigen Gewaltmonopol und einer dem Frieden bewahrenden Rolle in Europa und der Welt ist für uns das Gebot der Stunde. Meine Damen und Herren, die AfD kämpft um ein Deutschland, in dem wir auch das Verhältnis zu uns selbst normalisieren. Nationalstolz und Patriotismus bedeuten keine Abwertung anderer Kulturen. Wir treten ein für ein Europa der Vaterländer, in dem freie, selbstbestimmte Völker in Frieden und Kooperation zusammenleben können. Wir stemmen uns gegen das Projekt eines Vielvölkerstaates. Mit uns nicht. Wir wollen Europa schützen. Wir wollen Europa schützen, indem wir die Selbstständigkeit der Völker und das Selbstbestimmungsrecht der Völker erhalten. Die Gleichsetzung der EU und Europa, von der EU und Europa, ist unzulässig. Europa ist mehr als die Europäische Union. Wird die EU eines Tages scheitern, wird Europa weiterleben. Äußere Sicherheit und Migration sind mindestens seit September 2015 nicht mehr voneinander zu trennen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch das Problem der Überbevölkerung in den Blick nehmen. Und davor kann sich auch nicht die AfD verschließen. Ob es allein mit einem Grenzendichtmachen mal zu erreichen wäre, muss ich nun sage es Ihnen auch allerdings bezweifeln. Das Problem muss mehrschichtiger angegangen werden. Schon in 10 Jahren, werden, wenn man jetzt Demografie extrapoliert, 1 Milliarde Menschen mehr auf der Welt leben. Diese Milliarde wird eine Masse an Ressourcen verbrauchen, die wir in Deutschland niemals einsparen können. Nicht einmal, wenn die grünen Industriewächter uns ins Jahr 1840 zurückschicken würden. Wenn Deutschland globale Klima- und Umweltpolitik machen kann, nur dann sind wir stark. Mit einer klugen Außen- und Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, die ihren Fokus auf die Region der Welt richtet, die für den Raubbau auf der Erde verantwortlich sind, faktenbasiert, ideologiefrei und selbstbewusst. Liebe Freunde, wir wollen ein Deutschland, in dem wir wertvolle Errungenschaften schützen und bewahren. Traditionen sind wichtig, um zu wissen, wer man ist. Wie sollen sich die Ausländer auch sonst integrieren können? Wir schämen uns nicht für die Leistung unserer Väter und Mütter. Wir scharfrichten auch nicht über den Leidensweg und den Lebensweg von Millionen Deutschen des letzten Jahrhunderts. Unsere Geschichte hat Brüche, ja. Der Umgang mit diesen Brüchen liegt in unserer Verantwortung. Dafür gilt das Abstammungsprinzip. Wir wollen ein Deutschland, in dem die Politiker wieder mit Verantwortung und Vernunft handeln und nicht einem linksgrünen Zeitgeist hinterherhecheln, einem Zeitgeist, der eindeutig ideologischen Charakter annimmt und jeden Einzelnen durch Verbote einschränkt. Wir wollen die Freiheit der Bürger bewahren, die durch ihren Fleiß dieses Land am Laufen halten. Das ist Bürgerlichkeit.
Geben Sie mir eine Sekunde. Ich möchte nämlich noch ein bisschen auf die aktuelle Verteidigungspolitik kommen und als Bundespolitiker in Berlin weiß ich, dass die Altparteien längst gemerkt haben, dass sie uns ernst nehmen müssen. Für sie geht es jetzt um den Verlust von Macht und nochmals um Macht und um Posten. Ich erwarte, und wir haben ja gerade ein Beispiel gehört, und ich erwarte, dass sich dieser Abwehrkampf gegen die AfD in diesem Jahr noch einmal erheblich verschärfen wird. Und das jüngste Beispiel haben wir ja gerade in Thüringen erfahren. Das müssen und werden wir aushalten. Und insofern muss ich auch Ihnen, die Sie für die Kommunalpolitik hier in dieser Region, aber auch in Bayern, genauso wie es bei mir in NRW sein wird, wir haben die Kommunalwahl am 13. September, ein großes Lob aussprechen. Sie haben uns mit mandatiert und nach Berlin entsendet. Das ist die eine Seite, da machen wir unseren Job. Und ich höre ja immer wieder, dass außer mir, ihr macht das ja wahnsinnig gut. Aber Sie sind es, die Sie auf der Straße stehen, Sie die Infostände bedienen, die Sie Flyer an die Haushalte verteilen und die Sie jetzt für kommunale Mandate zur Verfügung stellen. Und da sage ich Ihnen als Gast aus Nordrhein-Westfalen heute und Landesvorsitzende auch Ihnen vielen Dank dafür, für dieses Engagement. Lassen Sie mich abschließend noch ganz kurz etwas sagen zu diesem aktuellen Bundeswehr-Situation oder eben halt auch der sicherheitspolitischen Situation, die Sie ja auch durch die Bundestagsfraktion und durch die Verteidigungspolitiker in unserer Fraktion immer wieder deutlich dargestellt bekommen, dass unsere Streitkräfte, unsere Bundeswehr zur Landesverteidigung nicht befähigt ist. Das ist eindeutig und das wissen Sie und da muss ich Ihnen jetzt gar nicht mit sehr vielen Zahlen kommen, aber nur vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen mit Ihnen zusammen in der jüngsten Geschichte oder den letzten 30 Jahren, nehmen wir mal die Wiedervereinigung als Ausgangspunkt, hat es natürlich eine sogenannte Friedensdividende gegeben, wo alle meinten, wir haben keinen Feind mehr, der Ost-West-Konflikt war vorbei, also meine Zeit als Soldat und viele von Ihnen andere auch, die es erlebt haben. Also eine Friedensdividende in den 90er Jahren, nachdem man die Übernahme der NVA abgebaut hatte, die russischen Streitkräfte 1994 aus den damals neuen Bundesländern, das sind sie ja heute nicht mehr, herausfahren. Und alles sprach dafür, dass man Streitkräfte in diesem Maße nicht mehr brauchte. Das wäre vielleicht auch noch gegangen, wenn man die Streitkräfte, Sie wissen, Soldaten, das sind die Streitkräfte, die Bundeswehr ist das alles zusammen mit Ministerium und der Wehrverwaltung, wenn man die Streitkräfte vielleicht der neuen Situation angepasst hätte, sie im Bündnis, das heißt in der NATO oder anderen Bündnissen, entsprechend aufgestellt hätte, formiert hätte. Aber es ist da noch ganz was anderes dazugekommen. Es ist eben genau diese Merkel-Politik, die sie in den genannten anderen Politikfeldern, die meine Kollegen schon dargestellt haben, auch für die Verteidigungspolitik vorgefunden haben. Und es fing im Prinzip an 2011 mit einem Verteidigungsminister, der kam aus einem Bundesland, das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen, aber das war schon ein Drama. Er war nicht nur verantwortlich, dafür steht er, für die Aussetzung der Wehrpflicht, sondern er hat auch noch 8 Milliarden eingespart und hat Mutti Merkel 2011 das schon ganz artig gemeldet, dass er 8 Milliarden einsparen konnte. Er hat nämlich das gesamte Großgerät der Bundeswehr, also die Vollausstattung, die normalerweise 100% betragen muss, hat er auf 70% reduziert. Das wissen die meisten eigentlich gar nicht. So kann man natürlich Geld sparen. Und noch schlimmer wurde es dann Dezember 2011.
13. Nee, Augenblick, wann ist von der Leyen gekommen? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, war Dezember 2013 tatsächlich. Ja, so. Oh Gott, die war 5,5 Jahre Verteidigungsministerin. Ja, die Kröte muss man schlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie, als sie Verteidigungsministerin wurde, und das vielleicht noch in aller Kürze der Zeit, da ging es eigentlich nicht mehr so darum, um den Abbau, sondern da ging es um etwas ganz Wesentliches, und das muss ich Ihnen als Soldat einfach so näher bringen. Es ging um etwas, das hat nicht nur mit Rational zu tun und nicht nur Verstand, sondern das hat auch was mit dem Herzen zu tun. Und der Soldatenberuf ist ein eigentümlicher Beruf. Es gibt keinen vergleichsweise anderen Beruf. Soldaten werden ausgebildet, die Befähigung zum Töten zu erhalten. Ganz schlimm. Das muss man sich mal nicht nur vor Augen führen, das muss man sich anhören. Das mag man heute ja kaum noch sagen. Aber es ist die Realität. Im Gegensatz zu Polizei, die ihren wertvollen Dienst für unsere innere Sicherheit leisten, die eben halt Straftäter verfolgen und sich selbst verteidigen oder gegebenenfalls eben den finalen Rettungsschuss vornehmen müssen, sind Soldaten zu befähigen, zu töten. Das ist eine ganz andere hoheitliche Aufgabe, verlangt auch einen ganz, ganz anderen Chorgeist. Und wenn Soldaten, Streitkräften insgesamt dieser Chorgeist genommen wird, dann sind sie gebrochen. Und das hat von der Leyen geschafft, indem sie Dinge in die Bundeswehr eingeführt hat, in die Streitkräfte, die dort nicht hingehören. Die europäische Arbeitszeitrichtlinie, den Feminismus und den Genderwahn, der gehört nicht in deutsche Streitkräfte. Ihre Bundestagsfraktion steht für die Einhaltung, und wir haben ja von Frau Wietheim heute etwas auch gehört zu unserem Grundgesetz. Verfassung ist es vielleicht nur an Ansätzen zu unserem Grundgesetz gehört. Da steht 87a drin, die Bundesrepublik Deutschland streckt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und das ist der primäre bedarfsbegründende Artikel unseres Grundgesetzes für Streitkräfte und nichts anderes. Und wir wollen, dass die Aussetzung der Wehrpflicht wieder rückgängig gemacht wird. Wir wollen eine Wehrpflicht. Wir wollen unsere Streitkräfte in unserer Gesellschaft verankern. Wir wollen dann einen Reservistenkorps aufbauen von ungefähr 50.000 Soldaten, das auf Anforderung die Bundespolizei auch zur Grenzsicherung unterstützen kann. Und wir wollen auch, dass insgesamt aus dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, ist in unseren Streitkräften zu einer geistig-moralischen Wende kommen wird. Das, meine lieben Freunde, braucht Zeit. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht sehe ich nur, wenn die AfD mit in die Regierung kommt. Und wenn das der Fall ist, in dieser Gesellschaft, so wie wir es heute erleben, es wieder umzusetzen, braucht 5 Jahre, braucht 10 Jahre, braucht 15 Jahre. Das, was diese Grün-Linke, die CDU beeinflussenden Parteien geschafft haben, in 10 bis 20 Jahren, können wir nicht von heute auf morgen verändern. Aber was wir können, ist die Grundsätze, wir als AfD, die Grundsätze von Rechtsstaatlichkeit sowie den schon genannten Zusammenhang von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt wieder mit Leben füllen. Denn wir alle als AfD, wir stehen für unseren kulturellen, geschichtlichen, ethnischen, sprachlichen und religiösen Identitätsraum. Wir lieben unser Vaterland, wir lieben unser Deutschland und unsere Heimat, und nur wir dürfen uns zu Recht als rechte und richtige Patrioten nennen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.